Unter widrigsten Bedingungen mussten rund 200 Feuerwehrleute zu einem Großbrand in einer Brikettfabrik in Halsschlag ausrücken. Bei dem Brand entstand Sachschaden von vermutlich mehreren hunderttausend Euro. Den Feuerwehrleuten machten vor allem die widrigen Wetterbedingungen zu schaffen. Immer wieder gefror das Löschwasser. Für die Einsatzfahrzeuge mussten an Steigungen Sand und Salz gestreut werden, damit diese durchkamen. Zeitweise musste das Löschwasser aus dem rund 1,5 Kilometer entfernten Ort und einer Nachbargemeinde geholt werden. Im Einsatz waren Feuerwehren nicht nur aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll, sondern auch aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen. 20 Helfer vom Deutschen Roten Kreuz unterstützten die Feuerwehrleute und versorgten sie zum Beispiel mit warmen Getränken. Die ganze Nacht über mussten die Wehrleute Brandwache halten und nach Glutnestern suchen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.